Das sieht man nicht alle Tage. Eine Oldtimer-Rallye führte am Freitagmorgen über den Schlossplatz in Oldenburg. Die Fahrer passierten dort den Kontrollpunkt der Hamburg-Berlin-Classic-Rallye. Eine Durchfahrtskontrolle ist hier. Die kommen hier vorbei, ungefähr 180 Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen. Kommen hier vorbei, bekommen hier einen Stempel, dass sie vor Ort waren und fahren weiter. Als Beifahrerin mit dabei war unter anderem die ehemalige Eiskunstläuferin Katharina Witt. Unter den Augen von zahlreichen Oldtimer-Fans holten sich die Fahrer von alten Bentleys, Mercedes, Aston Martin und Co. auf dem Schlossplatz einen Stempel für ihre Unterlagen ab. Danach ging es auf die nächste Etappe in Richtung Westerstede.